Das Wort erhält nun die Kollegin Sabine Zimmermann, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kolb, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie sagen, was lange währt, wird umso besser, da sagen wir, was nicht passt, wird passend gemacht von Ihnen. Denn das war der Grundsatz in den letzten Jahren, nachdem Sie nämlich gehandelt haben hier, meine Damen und Herren. Vor rund 2,5 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Arbeitsgemeinschaften aus Bundesagentur und Kommunen nicht mit der Verfassung vereinbart sind. Ausreichend Zeit, um sich Gedanken zu machen, welche Konsequenzen und Schlüsse man aus dem Urteil ziehen sollte, um die Arbeitsverwaltung verfassungskonform zu gestalten, aber auch bestehende Mängel in der Betreuung und Vermittlung von Langzeiterwerbslosen zu beseitigen. Aber was ist stattdessen passiert? Weder die Vorgängerregierung noch die aktuelle hatte Interesse daran, sich ernsthaft mit inhaltlichen Fragen der Arbeitsmarktpolitik zu befassen, beziehungsweise die in den Mittelpunkt zu stellen, um die es eigentlich gehen sollte, nämlich die vielen erwerbslosen Menschen, die wir hier in unserem Land leider haben. Anstatt die Arbeitsverwaltung so zu organisieren, dass sie dem Grundgesetz entspricht, hat man sich dafür entschieden, dieses Grundgesetz an die Realität anzupassen. Ja, ich frage Sie, wo leben wir denn, dass wir das alles dem Grundgesetz anpassen? Wenn man in einem Spiel nicht gut genug ist oder es nicht richtig versteht oder nur selten oder nie gewinnt, ändert man einfach die Spielregeln und das Problem ist gelöst. So handeln Sie, meine Damen und Herren. Doch es handelt sich hier leider nicht um ein Spiel. Es geht um das Schicksal und die bittere Realität von Millionen erwerbslosen Menschen. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe beseitigen die Strukturfehler des Systems Hartz IV überhaupt nicht. Nach wie vor besteht die Einteilung der arbeitslosen Menschen in zwei Klassen, nämlich derer, die das Glück haben, Anspruch auf die Betreuung nach dem SGB II zu haben, und derer, die den Anspruch schon verbraucht haben und in Hartz IV abrutschen. Diese Ungleichbehandlung, meine Damen und Herren, diese ist unerträglich, und das nehmen wir als Linke nicht hin. Frau Ministerin von der Leyen hat vorhin auch davon gesprochen. Ihr Slogan war gewesen, Hilfe aus einer Hand. Derzeit und auch in Zukunft werden es aber viele Hände sein, nämlich 110 unter anderem, die ganz unterschiedlich geführt und mit unterschiedlich Geld gefüllt werden. Und es bestehen Strukturen, bei denen es schwerfällt, den Überblick so zu behalten, sowohl für die Erwerbslosen als auch für die Beschäftigten der Argen und Kommunen, und die im Übrigen auch nicht zu beneiden sind. Sie befinden sich doch schon seit vielen Jahren in einem dauerhaften Reform- und Experimentierprozess mit ungewissem Ausgang. Und das haben Sie veranlasst in den letzten Jahren, meine Damen und Herren. Diese unübersichtlichen Strukturen sollen nun in einem weiter so aufrechterhalten oder sogar noch ausgebaut werden. Die Kommunen haben im Moment die Eurozeichen in den Augen, jedoch angesichts des bevorstehenden Streichkonzerts von der Frau Ministerin von der Leyen in der Arbeitsmarktpolitik werden es bald Tränen sein. Die Ausweitung der kommunalen Träger wird es für die betroffenen Menschen noch schwerer machen, das System zu durchblicken, und es wird zunehmend ein Glücksspiel werden, wie gut man betreut und beraten wird, welche Leistung oder Förderung man erhält oder auch nicht. Die Linke zweifelt an diesem arbeitsmarktpolitischen Flickenteppich, ob sie diesen überhaupt noch im Griff haben werden. Und dass jeder erwerbslose Mensch in diesem Land, egal wo er wohnt, ob im Norden oder im Süden, dieselben arbeitsmarktpolitischen Möglichkeiten bekommt. Abgesehen davon, dass man mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf der begonnene falsche Weg fortgesetzt wird, ausgebaut wird, will ich noch mal auf die örtlichen Beiräte eingehen. Die Funktion der örtlichen Beiräte bleibt unverbindlich und symbolische Beratung. Die Beiräte sind deshalb nicht in der Lage, gegen Missbrauch oder Verdrängungseffekte im Rahmen der 1-Euro-Jobs zum Beispiel vorzugehen, oder sie haben auch kein Vetorecht. Zudem sind auch keine Vertretungen von Betroffenen vorgesehen. Zusammenfassend muss man feststellen,
dass mit den vorliegenden Gesetzesentwürfen die Einteilung in zwei Klassen von arbeitslosen Menschen, Armut und Stigmatisierung im Bereich Hartz IV ausgebaut wird und nach keiner Lösung gesucht wurde, wie eine sinnvolle und sachlich richtige Betreuung und Vermittlung aussehen könnte. Sinn und Zweck von Hartz IV bleibt weiterhin die Drangsalierung von erwerbslosen Menschen, die Disziplinierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Betrieb. Deshalb lehnt die Linke die Entwürfe in Gänze ab und wir fordern, dass endlich über die inhaltlichen Probleme der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland gesprochen wird und sie eine bessere Arbeitsmarktpolitik für die erwerbslosen Menschen in diesem Land machen. Aber das jüngste Kahlschlagprogramm, meine Damen und Herren, zeigt mir, dass das ein frommer Wunsch wahrscheinlich bleiben wird. Danke. Das Wort.